man vorne keine Tore macht, bei 70% Ballbesitz und der Gegner kompakt gestanden hat. Ein Glückwunsch auch an den Gegner Lindenthal, die für mich kein Bezirksligist sind, sondern ein mit ihren Studenten, ein ebenbürtiger Gegner. Und die standen halt kompakt und haben auf die Kontersituation gelauert. Und wenn man ihnen dann das Feld so auch übrig lässt, dann entscheiden individuelle Fehler. Und dann, wenn man schon 2-0 zurückliegt, dann mental an den Schalter umzuswitchen, ist schon schwierig. Ich glaube, die haben uns den Gefallen getan. Wahrscheinlich, weil sie gedacht haben, sie können uns hoch verteidigen. Das kommt uns zugute, weil wir halt eben vorne drin schnelle Leute haben. Und unser Umschaltspiel ist einfach eine Stärke von uns. Und das ist vielleicht bis nach Worringen durchgedrungen. Und dementsprechend konnten wir halt eben in der ersten Halbzeit unser Konterspiel überragend durchziehen. Und muss auch sagen, dass die Jungs heute klar die beste Leistung dieses Jahr abgeliefert haben. Und deswegen, ja, passte alles. Es war von dem einen oder anderen zu wenig. Vielleicht auch vom Trainer nicht noch energischer darauf hingewiesen, dass es ein Pokalfinale ist. Wir müssen es aufarbeiten. Wir verlieren als Team und gewinnen als Team. Eine Floskel, die in solchen Situationen greifen muss. Ja, wir werden schauen, wie es jetzt in der Zukunft weitergeht. Wir haben die ganze Woche darauf hingearbeitet. Ich hatte eine sehr, sehr gute Spielbeobachtung vom Gegner. Und wir haben uns das diese Woche auch erarbeitet, dass wir immer versucht haben, über beide Außenverteidiger halt eben in die Tiefe zu spielen. Aber dass es natürlich so deutlich wird und dass man halt eben auch, ich sag mal, aus den ersten drei Aktionen direkt zweimal trifft, das kann man vorher nicht, das kann man nicht planen. Man kann sich erarbeiten, das haben die Jungs super gemacht, aber planen oder wissen nicht, definitiv nicht. Nein. Fakt ist nur, auch wenn ich 3-0 zurückliege zur Halbzeit, bin ich jemand, der bis zum Schluss, bis zum Abpfiff dran glaubt, dass man das Spiel umdrehen kann, weil der Gegner schafft es, in 3 Tore zu schießen in der ersten Halbzeit, in 45 Minuten, dann hat dieser Kader das auch, die Kraft dazu, das machen zu können. Und nur wenn 2-3 Rädchen nicht so funktionieren, wie man sich als Trainer eigentlich gedacht hat, dann entscheiden halt auch individuelle Fehler über in so ein Spiel. Die Illusion, dass man ein bisschen den DFB-Pokal bekommt, ich glaube, die braucht man sich nicht, die braucht man nicht zu haben. Deswegen wäre es jetzt schon schön, wenn man halt eben jetzt, ich sag mal, einen Gegner bekommt wie Viktoria oder Fortuna zu Hause. Das wäre nochmal ein richtig Highlight, da hätten wir schon richtig Spaß dran, auf jeden Fall. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht den gleichen Gegner so bekommen, so von heute. Dann können wir auch einen Revanche machen. Ich weiß nicht, ob es so oft schon mal vorgekommen ist, dass man hier auch den Kreispokal dann hinterher direkt nochmal bestätigt sozusagen. Ne? Ja, ist so. Und also ich sage, verdient gewonnen, auch wenn der, ja, wenn wir einen richtig guten Gegner haben, ja, muss man sagen. Der Gegner war gut, Liga höher, aber trotzdem muss man sagen, haben wir es verdient gewonnen.